F1. Ein Sport, der Herzen, Kulturen und Nationen vereint. Seit über einem halben Jahrhundert treten legendäre F1-Fahrer auf historischen Rennstrecken gegeneinander an. Und ihr Vermächtnis ist bis heute lebendig. Die Meisterschaft 2021 war von Anfang bis Ende spannungsgeladen. Und 2022 könnte noch einen draufsetzen. Ein neues Regelwerk führt bahnbrechende Veränderungen ein. Neue Fahrertalente werden sich in Rad-an-Rad-Duellen bekämpfen mit altbewährten Champions. Der größte Druck ruht in der neuen Saison auf den Teamchefs, die ihre Fahrer, Autos und Teammitglieder zum Sieg führen müssen. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Nerven. Das ist die F1. Und diese Herausforderung werden wir uns ab heute stellen, Leute. Ein herzliches Willkommen zu unserem F1 22 Manager. Und ich habe mich in Schale geworfen, um für euch und mit euch natürlich unser Team aufzubauen. Wir werden natürlich keins der Top-Teams nehmen, das wäre zu langweilig. Wir widmen uns eher dem Mittelfeld, das ich aus McLaren, Alpine und AlphaTauri, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, auf jeden Fall zusammensetzt. Mercedes ist natürlich der Favorit, aber, oh mein Gott, was für eine wilde Frisur hier von Georgie. Aber wir beginnen direkt mal mit der Auswahl. Ich habe eigentlich nur zwischen zwei Teams mich entscheiden wollen, zwischen McLaren und Alpine. Und weil McLaren wirklich schon so Standard ist, würde ich mal sagen, wir werden Alpine nehmen mit dem guten Fernando Alonso, Esteban Ocon. Also das wird ziemlich cool. Der F1-Manager, kein Zuckerschlecken, es gibt viele Sachen zu erleben und deswegen beginnen wir mal. Ich möchte aber auch nicht diesen diese Standard-Auswahl haben, deswegen starten wir direkt mit dem ersten Wochenende. Ich denke mal, ihr wisst alle nach circa einem Monat, wo das Game draußen ist, wie es funktioniert und wir werden direkt mit dem ersten, ja, ich bringe den Knopf zu, wir werden direkt mit, ja, dort starten. Aber meinen Namen erfahrt ihr auf jeden Fall noch. Ich bin natürlich der Tobias. aber wir konnten uns auch so einen Fake-Namen machen, so Stefano Domenicali oder der war auch mal Teamchef. Oder auch Flavio Briatore, auch ein legendärer Shot-Hot. Egal. Und ja, deswegen starten wir direkt mal rein. Auf jeden Fall sehr, sehr schönes Menü hier. Wir können zwischen Posteingang, wo wir gerade Post von Audrey Mensa bekommen haben, zwischen dem Kalender, da sehen wir, wie es die nächsten Wochen für uns so weitergeht. Ja, die Rennstrecken, sehr, sehr cool. Wir beginnen mal und wir fangen mal mit einem klassischen Frontflügel an. Wir werden Stunden im Windkanal. Was ist das? Was ist eine Mau? Also da, CFD, Combustible Fuel Dynamics, simuliere den Luftstrom für, okay, das ist ein, dann machen wir das mal 0,5 und das sind jetzt schon 56 Tage und wir, Windkanal sollte schon ein bisschen getestet werden, wir haben natürlich nur eine gewisse Zeit im Windkanal und deswegen, ja, 72 Tage, das ist nach der Weltmeisterschafts-Endplatzierung des letzten Jahres gerechnet, das heißt, wir waren ja eher im Mittelfeld, deswegen bekommen wir ein paar mehr Tage, der erste, glaube ich, bekommt nur 56 oder so. Wir werden das mal 8 Stunden im Windkanal testen und wir werden den Entwurf mal abschicken. Ja, da kenne ich, ja, das könnte alles natürlich, bringt das noch mehr, wenn wir länger das machen? Nein, okay. Und das? Nein, auch nicht. Okay, dann werden wir das Ganze mal Entwurf machen und gut, achso, Ingenieure arbeiten mal 2 dran, weil umso mehr Ingenieure und natürlich auch die Herangehensweise. Wenn es schnell gehen muss, dann kostet es gleich mal eine halbe Million mehr. Und intensiv, dann kostet es 2 Millionen bei intensiv. Musst du natürlich mal abschätzen, deswegen werden wir nur mal auf normal gehen. Wir müssen am Anfang, denke ich mal, auch das Geld zusammenhalten. Wir haben noch, und Anfertigung haben wir natürlich noch nichts. Da kannst du natürlich auch schon bestehende Teile nochmal anfertigen. Aber das werden wir vermutlich jetzt nicht machen. Auch für Auto 2. Ja, wir entscheiden uns jetzt mal für Fernando als Fahrer 1. Der hat auch das bessere Rating. Und an und für sich wollte ich ja direkt ins erste freie Training gehen oder ins erste. Ah, Oscar Piastri, unser Piastri Gate Dude. Ja, der Junge hat anscheinend, der hat auf jeden Fall für viel Wirbel gesorgt und ich hoffe, dass wir ihn halten können. Wir können ihn nämlich auch irgendwie vergleichen mit anderen Fahrern natürlich.
oder auch dann ersetzen. Das ist natürlich noch trauriger, aber das werden wir natürlich jetzt noch nicht machen, solange uns Oscar noch bleibt. Ja, technischer Leiter, Aerodynamikleiter, Renningenieur, schöner Haarwuchs, Spaß, no front, Boxencrew und so weiter, die kannst du dann vermutlich auch irgendwie upgraden. Oder kann man die Wagenheber... Okay, egal, ausgewogen. Machen wir mal auf ausgewogen, sonst bekommt der einer den Fokus. Man kann natürlich auch die Zuhause-Einrichtung, also unsere Einrichtung zum Autowerk, Personalhäuser und Betriebseinrichtungen, alles upgraden, nur ist das schweineteuer. Und das werden wir, ja, guckt mal an, Fabrik allein upgraden kostet 11 Millionen. Also das werden wir bestimmt noch nicht machen. Der Vorstand, natürlich, können wir auch rausgeworfen werden. Oder, ja... Unsere Ziele sind natürlich, aktueller Fortschritt ist der 5. Platz, aber, also der 5. Platz bis zu 2025, das sollte eigentlich drin sein, aber ich denke mal am Anfang wird es uns nicht so einfach gemacht werden, Rangliste natürlich noch nicht bewertet, wir würde ich mal sagen, gehen wir zum ersten Event in 11 Tagen, ich bin sehr gespannt, wir haben Post bekommen, hier von, da ist ein neuer Posteingang, wo ist, also da oben, Party zum Saisonauftakt, 10k, Ja, ich meine, um die Moral ein bisschen zu steigern, werden wir die Party bezahlen. Ich meine, wir sind genug Arbeiter, 10.000, jetzt mal so zu Saisonbeginn und vielleicht dann am Ende noch eine größere Party, die vielleicht auch mehr kosten kann. Wichtige E-Mail, hier sind die Randinfos zum Bahrain Grand Prix, die wir natürlich alle kennen. 57 Runden, 5,4 Kilometer und. Und wir sind auch schon am ersten Rennwochenende angekommen. Ziele überprüfen. Wir müssen Q2 erreichen. Das ist, naja, egal. Das wird echt schwierig. Und wir müssen, Rennziele sind, also kann ich mir die aussuchen? Ja, die schnellste Rennrunde werden wir nie im Leben bekommen. Also da müssen wir schon drauf gehen. Und Glückssträhne, Qualifying, Rang. Erreiche Position 10 oder höher im Qualifying für 5 Runden in Folge mit wenigstens einem Fahrer. Ich weiß nicht, für 5 Rennen in Folge. Wir werden mal die Standardziele annehmen. Qualifying Q2 werden wir auf jeden Fall erreichen. Qualifying Rang, 8. Platz. Ja, ich bin jetzt mal kurz, Dings, Verlust des Potenzials 31. Mögliche Belohnung wären 31.000, mögliche Belohnung sogar 1 Million. Deswegen werden wir das Ganze mal angehen und wir gehen auch jetzt direkt zum ersten Rennwochenende. Willkommen auf dem F1 Archipel. Bahrain mag vielleicht klein sein, aber auf den Tribünen herrscht gerade riesige Stimmung. So oder so, es ist Zeit für ein weiteres fantastisches Grand Prix Rennwochenende. Der Bahrain International Circuit ist eine anspruchsvolle Strecke. In den engen Kurven müssen die Autos weit runterschalten. Da bergab gebremst werden muss, könnten die Räder blockieren. Dieses Risiko müssen die Fahrer in den Griff bekommen. Konzentration und Balance sind hier für den Sieg nötig. Die Saison hat gerade erst begonnen, aber das bedeutet nicht, dass man sich zurücklehnen und entspannen kann. Alles steht auf dem Spiel, Leute. Wir sind hier im ersten Rennwochenende Bahrain Grand Prix 2022. Wir wissen alle, in einem epischen Fight konnte das Charles Leclerc für sich entscheiden. Wir müssen hier uns mal ein bisschen umsehen, berichten uns, also wir müssen sowieso mal fortsetzen. Und hier haben wir nun also ja, eine Möglichkeit, ein Setup herauszuarbeiten. Wird ziemlich interessant. Uns wird auch mal vorgeschlagen, zu Beginn das Ganze zu skippen. Aber wir müssen uns natürlich jetzt mal ein Setup erarbeiten. Wir geben das Ganze ein bisschen rüber. Es ist ein bisschen tricky, weil man muss halt schon in diesen blauen Balken das perfekte, optimale Setup finden. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Ja, da gehen wir mal ein bisschen hier rüber. Und werden das Ganze für ihn machen. Auch hier beim Fahren lassen wir ihn mal 18 Runden cruisen. Und er sagt uns dann, auf jeden Fall, wir machen eher so auf Semi, uns geht es nicht um die Zeit, sondern eher um den Fahrer das Gefühl zu bringen. Das Ganze werden wir natürlich auch bei Esteban Ocon einstellen müssen. Beim, ja, aktuellen Zweitfahrer. So, wir stellen das alles ein bisschen um. Ich gucke einfach mal, dass wir hier immer so ein bisschen in der Mitte des blauen Striches sind. Ja, genau. So. Esteban wird mir dann auch, er wird 15 Runden fahren. Er wird mir dann sagen, diese Session simulieren. Wir werden das jetzt mal zu Beginn machen, um mal zu gucken, wie, ob das so funktioniert. Weil ein richtiges Setup einzustellen, das würde eine Stunde dauern. Und so lange möchte ich euch das nicht antun. Wir haben beide Fahrer, also wir haben Fernando Alonso, wie erwartet, in den Top 10. Esteban Ocon ganz knapp drunter. Sehr gut hat er das gemacht.
Sodala, wie ist die Streckengewöhnung? 45%, 37, ja, weil er 3 Runden weniger gefahren ist. Und Autoteilkenntnisse, ja, ja. Setup-Vertrauen 81. Fernando Alonso ist ganz knapp dran, aber 71 nur für Esteban Ocon. Wird ein bisschen tricky, den noch ein Setup rauszuarbeiten. Aber wir werden das natürlich versuchen. Ja, setzen wir fort. Nächstes Setup. Wir haben hier schon mal hoffentlich ein paar perfekte Stats. Optimal, das geht eigentlich nicht besser. Dann haben wir gut, gut und großartig. Ich würde bei Fernando nicht mehr viel ändern wollen, weil er da unten wirklich schon optimal hat. Und ich will da jetzt nicht zu viel, weil dann ist das optimal. Ah, mit optimal können wir das. Okay. Mit Radstand kann man eigentlich vieles wieder ändern. Wir bleiben also hier. Gut. Ach so, fuck. Nein, das unterste passt gar nicht. Gut, wir werden es so probieren. Fernando wird aber nochmal ein paar Runden extra kriegen, dass er noch mehr Erfahrung bekommt. Laufzeit lassen wir ihn da auf 20 Runden fahren. So, Esteban Ocon ist eine andere Baustelle. Der hat nur 71% Vertrauen. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken. So, schlecht. Das war auch bei Fernando. Da, großartig. Aber nur das unterste ist schlecht. Deswegen müssen wir gucken, wo wir die Zeit komplett noch verlieren. Ja, deswegen würde ich mal sagen, ja, um auch für Esteban ein gutes Gefühl zu geben, darf der 25 Runden fahren. Und wir lassen aber bei den Fahroptionen ganz Low Carb hier ganz wenig Einsatz dafür machen, aber neutral. Aber ich möchte halt nicht, dass die zu übertreiben. Wir simulieren das Ganze. Ich hoffe, dass die Setups in die richtige Richtung gehen, weil sonst, wir haben nur noch ein Training. Wir kennen das alle. Falls es nicht funktioniert. 9. und 10. ist schon mal gut. 29 Runden beide gefahren. Sehr gut. Jetzt bin ich aber gespannt. Fernando Alonso 89%. 94. Also Esteban Ocon ist eigentlich durch. Bei Fernando müssen wir nochmal ein bisschen gucken auf das Setup. Wir sind zurück für einen Tag voller F1-Action, an dem das Training endet und das Qualifying beginnt. Immer wieder sehen wir, wie gering der Abstand zwischen den Fahrern ist, wenn sie das Qualifying absolvieren. Diejenigen, die sich im Qualifying ein bisschen mehr angestrengt haben, können mit einem Startplatz belohnt werden, der ihnen im Rennen einen Vorteil verschafft. Es gibt nichts weiter zu sagen, also legen wir los. Dann nichts weiter zu sagen, wir legen los mit dem dritten Trainingstag, also mit dem dritten Trainingssegment. Fernando Alonso hat 89%, deswegen noch mehr verloren. Alles großartig, nur ein bisschen Verbesserungsvorschläge hat er da. Okay. Alles großartig, würde ich eigentlich auch nicht mehr viel ändern, weil, sonst machen wir es so wie manch andere Teams, dass sie dann wirklich so teilweise ihr gutes Setup komplett verspielen. Versteht ihr? Und, ja, da kann es auch in die linke Richtung jetzt eher gehen, wie in die rechte. Also, wir werden ihn nochmal ein paar Runden rauslassen, aber nicht mehr so viele, sonst ich möchte nicht so viel Motorkomponenten. Training 3 ist jetzt eh nicht so bekannt dafür, dass man da viel macht. Er kriegt gar kein Update mehr, also er ist perfekt und deswegen werden wir los ins dritte Training gehen. Das wird spannend auf jeden Fall. Wie werden wir uns da hinsetzen? Warum dauert das so lange? Also, sehr schön simulieren. So, gucken wir mal, ob sich bei Fernando nochmal ein bisschen, ich liebe es Fernando, ob sich da nochmal ein bisschen das Setup verbessern konnte. RD 10. und 11. Wir sind da eher wieder schlechter geworden, aber auch, weil die vermutlich nicht so viele Hotlaps gefahren sind, hoffentlich mal. 90% und 95%, ich habe zwar kein 100%iges Setup, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr zu viel herumschrauben. Jetzt geht's ins erste Qualifying des Jahres. Los geht's, ich freue mich, die Grafik ist echt gut. Nein, wir werden das Qualifying auf jeden Fall verwalten, um da nichts schief gehen zu lassen. Yeah, we can now, radio check. Wir werden beide. Green light. Wir werden beide mal für eine. Kann man angefangen? Okay, nein. Wir werden beide mal für einen Run rausschicken. Die dürfen alles natürlich voll aufdrehen. Wir werden eine. Achso, man kann. Okay, man kann da mehr Runden einstellen. Wir werden die zusätzlichen Kraftstoffe 2 Runden machen und werden 2 fliegende Runden fahren. Das ist gut. Auto-Setup technisch werden wir nichts mehr ändern. Das sieht eigentlich so stabil aus. Optimal haben wir sogar einmal geschafft bei Fernando. Und teilmäßig, ja, ist nichts kaputt gegangen. Deswegen, bestätigen. So. Wir schicken. So, bei ihm machen wir das gleiche. Losschicken.
Und vielleicht machen wir da. Vielleicht machen wir da so ein geiles Spiel. Wir werden auch Ukon losschicken, um da mal zu gucken. Vielleicht geht da was mit Tau und so weiter. Das würden wir mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert das auch im Game. Also ich finde auch die Kamera. Wir werden das mal ein bisschen verschnellern. Auf 2x oder auf 16x. Und dann gucken wir uns auch hier mal die Grafik an. Wie unnormal. Also, guckt euch das mal an. Ich finde das echt sehr, sehr schön. Haben sie gut hingebracht dabei. Also wirklich, die Grafik fast besser wie FNs 22. Ich meine, ich bin jetzt ein riesen Fan von allen Spielen. So, los geht's, Fernando. Hau mal eine Runde raus. So, wir werden mal auf dem Zeitenmonitor gucken, ob das was wird. Beide hintereinander. Könnte Tofio Con geben. Weiß nicht, ob man das im Spiel eingebaut hat. So, dala. Wir schicken... Alonso fährt ja zwei schnelle Runden. Und Esteban nur eine. Deswegen werden wir Esteban dann auch gleich, ja, Stopp ankündigen. So. Nein, noch nicht. Du fährst noch die Runde weiter. So, passt. Stopp ankündigen. 13. ist Esteban langsamer. Ach, das war Alonso, ich Idiot. Egal. Stopp abbrechen. Ja, kommen jetzt mal beide rein. Wir gucken uns das Ganze mal an. Beide sind drin. Okay, die fahren einfach mal geradeaus in die Box rein. Fähr ich auch auf jeden Fall. Wäre auch mal eine Möglichkeit, dass man dann in der Box umdreht. Wir sind Erster und Zweiter. Was eigentlich überraschend ist, dass wir fast... Also wir sind über eine Sekunde schneller als George Russell. War da ein Schnips irgendwas drin, oder? Wir werden mal auf jeden Fall das Ganze vorspulen auf... sagen wir mal 5 Minuten Verschluss. Ja, wir werden durchgereicht, aber ich denke mal, wir werden es schaffen. Vielleicht können wir das mit einem Run in Q1 beenden. Ich meine, Bottas, wird uns nicht mehr schlagen. Wir haben Ocon und Alonso. Haben da die Räder blockiert? Gucken wir das ganz, ganz mal an. Was hat Norris da denn gemacht? Ach du Kacke. Nein, absolut nicht. Das ist gar nicht gut im Qualifying. Und da ist auch der Reifensatz gleich mal kaputt. So, lala, wir haben noch die 5 Minuten. Aber ich denke mal, wir sind auf einem stabilen 5. und 6. Platz. Und da die nochmal rauszuschicken, den Reifen zu verheizen. Nee, das machen wir nicht. Das lassen wir mal gut sein. So, das war's, denke ich mal. Es fährt auch keiner mehr. Ja, jetzt ist der letzte Run, es werden nochmal alle rausgehen, genau. Aber ich denke mal, mit einem 5. und 6. Platz werden wir die Autos drin lassen. Auch wenn sich vielleicht viele verbessern werden. Aber wir gehen da mal Risiko und gucken mal, wo wir da hinfliegen. Copy that. Nice job, mate. Passt, beide sind, glaube ich, Ende der Session, aber alle fahren noch. Also jetzt wird es interessant werden. Jetzt gucken wir das Ganze mal an. Wir sind 5., 6., 5., Oh nein, 8., 9., 9., okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, sehr, sehr gut. Beide in den Top 10, das wäre mal ein Traum fürs Drehen, fürs Qualifying. Und wir haben es beim ersten Run circa nach ein paar Minuten geschafft. Also, das könnte auf jeden Fall mal sehr, sehr gut werden. Qualifying starten. Wir gehen, wenn wir Q3 erreichen, wäre das echt schon gut. Wir werden mal auf... Nein, wir gehen auf... Verwalten. Egal. Wir müssen da 2 Rounds fahren, denke ich mal. Wir fahren da 2 Rounds. Ich finde es auch cool, dass man die ganzen Sounds eingebaut hat. Das ist so schön zu hören. Radio Check. So. Wir gehen auf neue Konfiguration. Ich weiß nicht, ob wir nicht... Können wir nicht den angefahrenen Satzreifen nehmen? Gelb könnten wir auch nehmen, aber... Denke ich mal nicht, dass das was bringen wird. Doch, es geht der angefahrene Satz. Mit denen schicken wir Fernando nochmal raus, zumindest beim ersten Run. Auch wieder eine der ersten, ja, Trockenheit, Reifenabnutzung niedrig und Grip auf der Strecke hoch. Das will man eigentlich ihn auf jeder Strecke hören. Leute, ich finde das Spiel extrem genial. Nur hoffe ich, dass wir nicht allzu lange brauchen, weil das echt... weil wir da echt... Ja, oder wir machen 2 Parts. Ich hoffe natürlich nicht. Ich bin da kein Fan von, aber es ist natürlich das erste Video und das wird immer ein bisschen länger dauern, weil eigentlich fangen wir erst ab dem Qualifying dann an. Das Training werde ich dann vermutlich auch uns ersparen oder nur einen Bruchteil davon zeigen. Falls euch das gefällt, abonniert natürlich gerne den Channel, habe ich komplett vergessen. Und lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und schaut doch gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Ich werde auf jeden Fall viel Stuff online laden. Und gucken wir uns das mal in der verschnellerten Version 8-mal so schnell an. Und da fährt Alonso fast noch schneller. Gucken wir uns das Ganze mal an. Sie legen jetzt los, ihre erste schnelle Runde. Das ist schon mal sehr saftig. Und ich denke mal, wir werden so Top 8, 9 werden wir werden. So, eine Sekunde schneller als Sainz. Das ist schon mal enttäuschend. War auch ein angefahrener Satzreifen.
muss man auch dazu sagen. So, wir werden beide jetzt in die Box reinschicken. Da sind schon beide drin, oder? Ja. So, der Verkehr ist jetzt mittelmäßig. Okay, er fährt noch. Okay. Boxenstopp ankündigen. Oder fährt der noch immer noch? Ja, er muss so schon langsam mal reinkommen. Der sollte langsam mal reinkommen. Jetzt ist er drin, oder? Und fährt der immer noch? Bro, Stopp ankündigen. So, komm in die Box. Der vierte und fünfte Platz mit einer Sekunde Rückstand ist enorm. Denkt man sich mal. Ah, oh, Magnussen. Der hat sich dazwischen uns gesetzt. Aber ich denke mal, wir können da auf jeden Fall. Komm jetzt endlich rein, Ocon. Wir müssen einen neuen Reifensatz raufziehen und dann direkt das Ganze timen. Also wir haben. Wir werden aber auch nicht die Ersten sein. Wir werden jetzt mal Ocon rausschicken. Scheiß drauf. Ich möchte jetzt nicht in den letzten Tumult reingeraten. Auch wenn ich da jetzt drauf gehe. Auch wenn wir da jetzt vielleicht irgendwie ein paar Zehntelchen verlieren, aber ich denke mal, die Pace steckt im Auto drin. Los geht's, Burschen. Hoffentlich schaffen wir das Ganze. Das ist keine signifikante Verbesserung, oder? Oder? Get some comments when you're plugged back in. Ja, das ist gar nicht gut. Fernando ist. Session ist beendet? Hä? Warum hat sich keiner verbessert? Beide frische Reifen und keiner konnte sich verbessern? Ocon wird so safe nicht das freie Training überstehen. Tsunoda hat hier eine Flagge drauf. Aber ich verstehe jetzt nicht genau, warum. Ja, ich hoffe, Fernando wird es schaffen, aber fünfter Platz ist okay. Ocon ist draußen. Das war mir aber auch irgendwie klar. Ich habe keine Ahnung, warum sich der Brenn nicht verbessern konnte. Frischer Satz Reifen, das ist schade. Aber er hat Q2 immerhin erreicht. Und Fernando hat Q3 erreicht. Wir werden aber Q3 jetzt mal simulieren. Oh. Das ist der 8. nehme ich mal an. Oder der 10. vielleicht sogar. Es ist der 7. Startplatz. Der 7. Startplatz für Fernando Alonso, Leute. Das ist legit. Das ist sehr legit. Die Startaufstellung ist komplett, Leute. Was für ein Traum. Wir müssen direkt ins Rennen gehen. Tolle Startpositionen. Ocon ein bisschen enttäuschend, aber das wird schon noch, Bro. Das wird Klarer schon noch. Himmel heute Abend. Die Fahrer sind jetzt auf ihren Startpositionen angekommen. Ich sehe hier Fernando Alonso. Heute eine Top-10-Platzierung, aber kann daraus Kapital geschlagen werden? Etwas weiter hinten haben wir Esteban Ocon. Mit einem warum starten wir schon? Zweiten Hälfte okay. Der Aufstellung das war natürlich jetzt. Autos auf dem Weg zum Podium. Hä? Und das ist er, der große Preis von Bahrain. Das Startsignal erlischt und los geht's. So, wir werden mal allen alles geben. Wir werden ihnen mal alles geben, um natürlich schnell nach vorne zu kommen für ein, zwei Runden. Für zwei Runden geben wir ihnen mal alles und gucken mal. Ich hoffe nur, dass wir nicht allzu viel verlieren. Alonso hat einen Platz gewonnen. Ocon ist gleich geblieben. Wir bleiben mal vorne. Wir bleiben jetzt mal auf diesem Tempo für zwei Runden und gehen. Ocon wurde überholt oder hat überholt? Da haben wir Alpine. Das war ein tolles Überholmanöver, Ocon. GG, Bro. GG. Ziel ist, beide in die Punkte zu bringen. Fernando Alonso sogar Top 5. Wäre das Ziel. Punkte ist aber, denke ich mal. So sieht es ganz einfach aus, ja. Wir pushen natürlich jetzt gerade zu Beginn. Das war ein großer Moment. Das und Team ist sichtlich begeistert. Können Sie auch. Gute Arbeit geleistet. Und wir natürlich auch als gutes Setup. Das ist sehr, sehr gut. Wir können uns auch hier die Strategy ansehen. Alpine hat sich gerade verbessert. Überholt Norrie. Ja, Ocon mit den Routen jetzt hinten. Wir sind da komplett zwei verschiedene Strategien gegangen. Und wir können auch die Strategie wechseln. Also wir können da direkt eine neue Strategie hinzufügen. Fernando bleibt auf Gelb und der geht dann leider auf Weiß. Und die Strecke wird natürlich auch besser vom Grip her. Beide sind eigentlich ziemlich okay. Wir müssen aber bei Fernando ein bisschen die Aggression runterdrehen und auch den Sprit, weil das sind wir im Minus ausgewogen. So, hier können wir auf Verteidigen gehen, weil wir werden mal die Position holen. Ocon, Fernando Alonso ist. Wo ist Alonso? Dritter! Wie ist der auf 3 gekommen? Wie ist der Bre auf 3 gekommen? Wie ist Fernando Alonso auf 3? Wir müssen uns das mal angucken. Fernando Alonso auf dem dritten fucking Platz und beide vor ihm. Ist das ein Cheatcode hier? Ist das ein Cheatcode? Alter, wie ist das möglich, Mann? Wie haben wir Fernando Alonso auf den. Wie haben wir Fernando Alonso auf den dritten Platz gebracht hier? Der kämpft hier mit den Orakels. Okay, was? Okay,
Das ist sehr gut. Ocon überholt Guan Yu Zhou. Also die Alpine, die gehen heute richtig gut. Wir werden aber jetzt bei ihm mal auf 1 setzen gehen, weil er hat fast kein... Ja. Und jetzt gucken wir mal die nächsten... Oh nein, Sektor 1 gelb. Okay, egal. Oh, ein Dreher! Sehen wir es uns an. Das müssen wir uns angucken. Es ist safe weird. Das ist der Moment mit Albon. Ach du. Wow, das war gar nicht gut. Kennt man gar nicht von Albon. So, weiter geht's. Wir werden... Zweiter Platz für uns. Zweiter Platz für uns. Fernando Alonso führt den Grand Prix gerade an. Wo nimmt dieser Mann denn die Pace her? Alonso überholt Verstappen. Das gucken wir, das müssen wir uns angucken. Das ist der Führungswechsel, die Leute. Ich wusste ja, dass Fernando eine Maschine ist, aber so eine Maschine, dass er jetzt gerade den großen Preis von Bahrain anführt. Ich hab keine Worte dafür. Wir fahren mit den gelben Reifen. Das heißt, wir müssen... Das müssen sie auch. Das müssen sie. Ich glaube, ich muss gleich rausziehen. Mir ist schon so warm. Das ist ein Wahnsinn, wie gut Fernando hier herumfährt. Der fährt auf... Ja, jetzt hat er kein ERS mehr. Leider. Jetzt wird es gleich wieder Geschichte sein. Ja, jetzt... Alter, wieder da drauf, Freund. Verstappen, dieser Psychopath. Ja, dann mal auf mehr machen. Und Angriff. Ja, wir haben sie gerade gesehen, das brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Wir müssen auch mal ein bisschen schauen, wo der gute Esteban herumfährt. Auch bei den Reifen ist er eigentlich ziemlich gut. Dann geben wir ein bisschen mehr Druck. Und Alter, der kämpft da ja auch gegen Hamilton, kämpft er da. Hält er da drauf? Was macht Hamilton denn hier? Was macht denn hier? Ja, das wird nichts werden, oder? Nein. No lift and coast required. Copy that. Gut, so no lift and coast. Ja, Fernando ist ja richtig... Alter, was macht Alonso denn? Ja, das ist egal. So, wir gehen mal auf Runde 10. Hamilton überholt. Alonso übernimmt wieder die Führung. Bottas überholt Ocon. Alter, da vorne geht's zur Sache. Wir dürfen nur nichts falsch machen, Leute. Es geht hier vielleicht im ersten Rennen für den ersten Alpinsieg. Und da müssen wir echt aufpassen. Fernando Alonso darf nicht mehr zu stark pushen. Deswegen werden wir... Wir müssen auch auf einen Undercut gefasst sein. Also... Ja, ich weiß natürlich, dass Alonso, dass Verstappen hier wieder richtig Druck machen wird. Aber ich meine, unser Ziel ist es auch nicht, das Rennen zu gewinnen. Weil es natürlich möglich ist, wäre es gut. Aggressiv, er ist bei den Reifen ein bisschen am Limit. Da müssen wir echt aufpassen. Und wir gehen jetzt mal auf Runde 12. Aber sagen wir mal Runde 12, wenn wäre denn der erste Stint, der erste... Gucken wir uns das Ganze mal an. Wann müssten wir denn in die Box kommen? Ab Runde Nummer 30 circa. Für, na, sagen wir eher so 25, geht Alonso in die Box. Das heißt, wir werden ihn auch hier einen Boxenstopp hinzufügen. Ab Runde Nummer Stint 1 geht bis Runde Nummer 5. Kann ich das nicht ändern? Hä, warum geht das nicht? Achso, bis Runde Nummer. Falls nichts passiert, gehen wir bis Runde 25. Im besten Fall. Und gehen, na, sagen wir 24, und gehen dann auf den weißen Reifen und werden versuchen, leider durchzufahren. Oder nochmal gelb. Der gelbe funktioniert sehr gut bei Fernando, aber ich will es halt jetzt nicht versauen. Ich will es echt nicht verkacken. Die Strecke wird natürlich auch besser. Wir gehen dann mal auf weiß. Vielleicht schafft es durchzufahren. Aber das wäre halt schon, ja, dann müsste halt den ersten Stint ein bisschen länger rausziehen. Dann müssen wir den ein bisschen auf, machen wir den auf... Auf fast, ja, machen wir den auf 27, der kommen wir zum Ende hin, 28, der kommen wir zum Ende hin gut durch. Bei Esteban Ocon sieht es ein bisschen anders aus, der hat eine komplett andere Strategie. Plan A, Plan B oder Plan C, wir werden auf gelb gehen, der funktioniert bei Fernando auch sehr gut. Und dann werden wir den auch hier gleich nehmen. Ach du Kacke, als Manager ist es doch nicht so einfach, als man das Ganze immer im Fernsehen sieht und als man sich doch immer, ja, es denkt so, ach die Idioten, warum schaffen die das nicht? Ja, es ist schon... Es ist schon etwas schwieriger. Wir werden mal gucken. Fernando Alonso jetzt Vierter, der wird durchgereicht, der Arme. Von der Linie abgekommen. Russell, okay. So. Der muss seine Reifen eigentlich schonen, aber wir müssen auch gucken, dass wir dann nach vorne kommen. Neutral. Und Fernando. Fernando Alonso schnellste Rennrunde. Der Prehort hat was raus. Die Reifen blockiert. Wie schaut's mit seinem Reifen aus? Der ist eigentlich okay. Er soll auf Angriff gehen. Der hat eh nachher zum Schluss viel mehr an Reifen über, als wir jetzt. Ocon soll auf Angriff gehen. Leclerc überholt Alonso. Fuck, Alonso nur noch Vierter.
Ja, das wird bei Fernando echt schwierig. Auch die Reifen. Er muss natürlich ein bisschen aufpassen auf die Reifen. Dann machen wir Druck, da muss er am Ende des Rennens ein bisschen mehr Reifen schonen. Wobei, nein, wir gucken lieber, dass wir am Ende des Rennens mehr Gripper, oder? In vier Runden geht's für ihn schon in die Box, deswegen kann auch Ocon ein bisschen pushen. Gucken wir mal, wo der so herumcruist. Er soll pushen, was Zeug hält. Da geht's richtig zur Sache da hinten. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Fernando Alonso gar nicht mehr so gut. Vierter Platz. Wir verlieren unnormal an Boden. Ich glaube, wir müssen eine andere Strategie reingehen. Wir werden bis zur 16. Runde jetzt mal. Okay, wir schicken jetzt Ocon. Stopp. So. Wir schicken Ocon jetzt in die Box. Ja, das war ja klar. Box. Option Boxen Stop. Wir gehen auf die gelben. Die funktionieren gut. Eventuell, da sparen wir uns den zweiten gelben, den zweiten weißen Satz. Oder rot nochmal zum Schluss, genau. Das wäre eigentlich geplant gewesen. 16. Runde gehen wir jetzt in die Box rein. Wir holen ihn rein. Box this lap, please. Box this lap. Standard. Ausgewogen und neutral. So, Fernando Alonso, das ist ein anderes Kaliber. Der fährt auf dem dritten Platz herum. Und immer noch mit den gelben. Ich habe den falschen gesagt. Nein, das ist eh nicht der falsche. Okay. So, Fernando hat noch 46% die Reifen, das heißt, die kann jetzt eigentlich verheizen. Also wir müssen bis zur 30. Runde circa draußen bleiben. Ja, bei Fernando ist es echt schwierig. Wir profitieren davon natürlich ein bisschen, dass, okay. Also, Mann, ich bin ein Idiot. So. Wir gehen auf Überholen. So, gucken wir uns mal den Boxenstopp von Esteban Ocon an, der ziemlich stabil hier geworden ist. So. Gucken wir uns das Ganze mal bis zur Runde nur 20 an. Fernando Alonso ist 12 Sekunden vor Guan Yu Zhou. Und wir müssen auf einen Undercut von Perez aufpassen. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Überhol Ocon, warum? Ach so, ja, fahr ein bisschen aggressiver, Bro. Du kannst eh mehr Druck machen. Fahr einfach aggressiv, verheizt die Reifen, egal. Und einsetzen darf er das Ganze. So, wir müssen uns aber jetzt ein bisschen um Alonso kümmern, weil wir sind ein bisschen in der Zwickmühle. Alle hinter uns haben gepittet, also gestoppt. Aber, so, wir müssen mit Alonso noch mindestens... Wir müssen mindestens noch ein, zwei Runden draußen bleiben. Unser größter Rivale ist Verstappen und Perez. Was haben sich die Jungs geholt? Gucken wir uns das Ganze mal an. Weiß, Perez wird durch, die haben es gesplittet. Das ist nicht so lecker, dass man das gesplittet hat bei den beiden. Wir haben noch 25% Kraft und führen gerade den Komplieren. 40% Kraft. So, wenn wir Runde 25, sagen wir mal 28 reingehen, wir müssen das eigentlich durchziehen. Egal, wir müssen das durchziehen und das könnte wirklich mehr Druck machen. Alonso überholte Leclerc. Haben wir eh gerade gesehen. Wir werden jetzt bis Runde 25 trotzdem draußen bleiben. Auf die Gefahr hin, dass wir von Perez vernascht werden. So. Vorne ist... So, wir werden mal kurz stoppen. Und uns das Ganze mal angucken. So, wir gucken uns mal unsere Solution an. Alonso ist erster, Verstappen hinter uns. Die Zeiten werden 20 Sekunden. Wir halten eigentlich sehr stabil, würden vermutlich hinter Perez zurückfallen, zwischen Perez und Ocon, was nicht so schlimm ist jetzt. Wir halten noch die schnellste Rennrunde, was sehr gut ist. Ja, wir werden noch... Wie lange werden wir noch draußen bleiben? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage, Leute. Das seht ihr im nächsten Video. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Video ab hier der 20. Runde weitergehen und das restliche Rennen weiterfahren.